So Leute, da sind wir wieder mit Final Fantasy 8 und wir legen gleich wieder los mit Squall und diesem Feind, der jetzt auftaucht. Mal schauen, was uns jetzt erwartet. Ein neuer Feind, ein Qualm, was auch immer. Keine Ahnung. Aber wir schauen mal, er hat Eis, Vita und Analyse. Wir ziehen uns gleich einmal ein Eis von ihm. Und greifen mit Christie an. Was? Das war's natürlich noch nicht. Und auch Squall und Christie greifen danach nochmal. Mom, Gunbladed! Und einmal mit der Peitsche noch ins Tor gezogen und er lebt noch immer. Dann ziehen wir ihn halt noch eins mit der Gunblade drüber. Und nochmal gegunbladet. Das Viech lebt noch immer. Und dann noch eins mit der Peitsche. Und das war's für das Viech. Da 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 rampadam. Nochmal strecken und dann wieder auf. Und dieses Ding gibt mir Vampirzahn. Und dann schnell auf zurück in den Palampgarten. Schnell auf die Straße, schnell auf die Straße, schnell auf die Straße. Ja, denn auf der Straße greifen keine Feinde an. Und da sind wir wieder im Garten. So, und jetzt wird uns unsere Ausbilderin verlassen. Gute Arbeit. Vor der Prüfung solltest du noch etwas wissen. Was war das noch? Die Aufzucht von GF, daran solltest du immer denken. Oh nein, nicht noch ein Tutorial. Wie züchtet man GF? Ja, GF steigt durch Erfahrungspunkte das Level. Ability hingegen erlernen die GF durch AP, Ability Punkte. Was sind XP und AP? Das brauchst du mir nicht erklären, das weiß ich. Kommt man alles nach einem Kampf, wenn man Monster besiegt. Ja, bla bla. Bla 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 bla. Sie will mir erklären, wie ich meine GFs leben soll. Das ganz jetzt selber. Und wir sollen in die Uniform und schnell schlüpfen und dann zum Eingang zurückkommen. Gut, dann gehen wir mal schnell zurück in unser Quartier. Da können wir, glaube ich, nochmal ziehen. Ja, da können wir nochmal Vita ziehen. Vita kann man immer gut gebrauchen. Nur dreimal. Geiziger Drohpunkt. Okay, weiter. Ja. Das Quartier liegt ganz im Norden des Gartens. Wir müssen hier zuerst wieder den ewigen Weg zurück. Was ist das für ein Typ? Den reden wir gern. Wer bist du? Ich werde diese Woche nach Hause gehen. Ab und zu sollte ich doch lieber meine Eltern besuchen. Mach das! Anstatt hier mit den Weibern zu flirten. Squall hat leider keine Eltern. Er ist weise. Aber dazu später mehr. Die Speicherung brauche ich jetzt nicht. Und ich gehe rechts rum. Ja. Und da hinauf. Da ist. Ah, was waren da noch? Die Übungshalle und die Bücherei. Da ist, glaube ich, der Parkplatz. Ja. Und da ist der Junge. Der coole Junge, der immer seine Kreise zieht. Und da geht's zu dem Quartier. Und Abmarsch. Den Gang kennen wir. Da ist ein anderer Gang, aber egal. Und hier ist unser Zimmer. Das hier. Hier haben wir unsere coole Tafel mit unseren coolen Anhängern. Und ja, und da die Uniform. Ja klar, umziehen. Und jetzt sind wir richtig cool angezogen. Wir sind richtige Seeds. Schaut euch unsere coole Uniform an, ey. Voll geil, Mann.
genug die Uniform betrachtet. Ich kann jetzt mich verarschen und weiter geht's. Und lauf. Und bei der Eingangshalle hat's geheißen, treffen wir uns. Die Eingangshalle, das ist ziemlich weit raus. Oh, danke! Skullskull. Was? Wie komme ich jetzt von da? Ich war doch in meinem Quartier! Hier ist die Zusammenstellung für den Testeinsatz. Du bist zusammen mit Xell Dünscht. Oh mein Gott, was ist das für ein Name? Dünscht. Das ist etwas lebhafter Typ. Der nervt nur rum. Können wir die Zusammenstellung ändern? Das geht nicht. Xell Dünscht. Dünscht. Hört sich an wie Dünscht ist. Aber egal. Ja. Er ist Faustkämpfer. Ja, kämpft mit den Fäusten. Yo, sind wir zusammen? Auch bei Xell lassen sich Einstellungen im Startmenü vornehmen. Nicht noch ein Tutorial. Es reicht. Ja, das ist sein. Ja, sein. Sein Limit, sagen wir mal. FF7 sollte ihm bekannter sein als wie FF8. Multi heißt es hier. Wenn die KP niedrig sind oder HP, wie sie heißt, kann man das einsetzen. Du scheinst ja mit Ziffer nicht auszukommen. Heute früh hast du dich mit ihm gestritten und abgelöst, oder? Das war kein Streit, wir haben trainiert. Das glaubst nur du. Ziffer will dich doch nur ärgern. Du darfst dich nicht provozieren lassen. Was geht dich das an? Hört mal. Der Ziffer, er ist euer Truppenführer. Oh nee, nicht dein Ernst. Truppenführer, er? Keine Änderung möglich. Ziffer, bist du hier? Ziffer. Ja, kommt ganz cool in seiner normalen Kluft daher und hat seine zwei Kumpels dabei. Die Leibgarde Fujin und Raijin, der komplette Ordnungsdienst. Du bist der Truppenführer. Viel Glück. Twisty Strap. Ich mag es nicht, wenn man mir viel Glück wünscht. Glück brauchen nur Leute, die nichts taugen. Verstehe. Viel Glück, Ziffer. Setzt Quistis auf die Liste. Die Liste? Was wohl da drin steht? Okay, Leute. Ihr seid der B-Trupp. Ich bin der zuständige Ausbilder. Achtet auf Teamwork und zieht die Prüfung erfolgreich durch. Teamwork bedeutet, dass ihr mir nicht in die Quere kommt. Das ist Regel Nummer 1 des P-Trupps. Vergesst das nicht. Ja. Ja, Ziffers Regel. Sind alle beisammen? Ich meine, sind alle beisammen? Ich bin der Direktor. Direktor Set. Und ich habe eine Brille. Schön, Sie zu sehen. Ich bin Direktor Set. An dieser Prüfung nehmen 12 Personen teil, aufgegliedert in Trupps A bis D. Der Ort, wohin sie sich nun begeben, ist ein reelles Schlachtfeld. Die Kämpfe sind ebenso real. Eine Welt, wo Leben und Tod, Sieg und Niederlage, Ruhm und Schmach dicht beieinander liegen. Das alles wird sie begleiten in einer Welt, die sie bisher noch nicht erlebt haben dürfen. Nun, empfindet jemand Furcht? Scheißen zu blöd. Der muss jetzt sein. Es werden 9 reguläre Seeds teilnehmen. Auch wenn sie nicht überleben sollten, werden die Seeds die Mission erfüllen. Diesbezüglich brauchen sie sich also keine Sorgen zu machen. Die Spezialeinheit Seed, der Stolz des Balamgarten. Lernen Sie von ihnen und befolgen Sie deren Befehl. Bestehen Sie die Prüfung. Sie müssen uns davon überzeugen, dass Sie als Seed geeignet sind.
Er schaut schon wieder so blöd. Es wird langsam Zeit. Okay. Und sie vergeht schon mal voraus. Wo geht denn hin? Fahren wir nicht mit einer Karre? Die Seeds haben noch keinen Gunblade-Kämpfer. Deshalb möchte ich unbedingt, dass sie in der Reihe der Seeds angenommen werden. Und ich habe mich gerade über den Abmarsch. Okay. Verzieh mich. Geh mir halt zu Fuß. Okay, auf einmal sind wir beim Parkplatz. Wir gehen nach unten Richtung Ausgang und kommen auf einmal beim Parkplatz an. Und hinein in die Karre. Und los geht's. Da fährt sie in die Karre. Wer die wohl fährt? Bestimmt Ziffer. So wie der Rast. Okay, sie versteht es nicht. Hey Squall, zeig mir deine Gunblade. Bonk, 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 bonk. Komm dreimal. Bonk, 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 bonk. Bitte, 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 bitte. Bonk, 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 bonk. Okay, okay. Ich hab verstanden. Du bist eine pingelige Sau. Genau das bist du. Bonk, 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 bonk. Hey, sag doch was. Was denkst du überhaupt? Bonk, 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 nichts. Punkt, 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 Punkt. Mann, jetzt musste das herumfuchteln. Nerve nicht rum. Hasenfuß. Was hast du gesagt? Es reicht jetzt. Ja. Es reicht jetzt. Können wir endlich da sein? Grüß dich. Wer war das Mädchen auf der Krankenstation? War da jemand? Mir ist niemand aufgefallen. Ist irgendetwas passiert? Nein, nichts. Grandios. Mein Team besteht aus einem Hasenfuß und einem Gigolo. Was für ein Ehre, er bezeichnet mich als Gigolo. Dun, 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 dun. Und mal schauen, wie weit wir gekommen sind. Was sind wir weit gekommen? Ey? Ein Aussteigen Richtung in der Linke, bla bla, rückwärts, vorwärts. Vollgas! Ich muss mal kurz. Ich kann jetzt schlecht aussteigen. Warum nicht? Ich will speichern! Verdammte Scheiße! Okay, dann eben nicht. Dann fahren wir halt in die Stadt Balam. Vollgas! Vollgas zum Hafen. Wir haben doch keine Zeit. Und da sind wir am Hafen. Da ist das Schiff. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Hast du heute Schiss? Ihr seid die letzten, steig rein, Tempo! Enttäusch mich nicht! Beilung, Beilung! Aber wir haben doch Beilig Squall! Okay, okay, okay! Aber ich muss hier trotzdem, nichtsdestotrotz, muss ich jetzt hier Schluss machen! Wir sehen uns dann beim nächsten Mal! Bis dann, ciao!